Ja, dann moin moin, Freunde der Nacht. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf unseren Kanälen. Mal gucken, wo das Video am Ende hochgeladen wird. Entweder bei Mosen oder bei Defiler. Ja, yeah. Richtig. Moin. Hallo, Freunde. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute mit Timo am Start und meiner Wenigkeit eine gute halbe bis dreiviertel Stunde pure WoW-Unterhaltung hier am Start. Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen so ein bisschen über die BlizzCon reden heute. Das ist so eins der Hauptthemen, weil es einfach auch jetzt so in einer Woche ungefähr losgeht. Auch krank irgendwie, ne? Wie schnell das dann doch, keine Ahnung, gefühlt vor ein paar Tagen habe ich irgendwie noch drüber geredet, so von wegen, ja, bald kommt, von wegen dauert noch voll lange, bis man irgendwie neue Infos bekommt. Und wahrscheinlich wird man jetzt einfach nächstes Wochenende ja die Info bekommen, ob Burning Crusade kommt oder nicht. Krank irgendwie. Ja, richtig, ja. Und die Zeit fliegt, wa? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ja. Wir haben gesagt, dass wir das jetzt nicht so nicht direkt mit dem Thema einsteigen wollen, sondern erstmal ein bisschen darüber reden wollen, was quasi bei uns abging. Ich würde sagen, Timo, ich überlasse dir erstmal das Wort. Was ging so bei dir? Ich habe gehört, du warst eine Woche nicht auf Twitch. Genau. Voll das Drama. Nee, eigentlich ist ja gar nichts. Ne, wir haben, was war los? Keine Ahnung, ich habe einfach mal eine Woche Pause gemacht, war auch nichts Schlimmes jetzt los oder so, aber ich dachte mal, ich muss mir mein Neckbeard wieder wachsen lassen. Es war halt eine Speedrun-Woche sowieso und ist alles ein bisschen entspannter, aber einfach mal so ein bisschen eine Woche für mich, einfach mal ein bisschen chillen, mit Mira mal hier ein bisschen daddeln, so mal einen Abend nicht darüber nachdenken, wann gehe ich jetzt live, wann mache ich das und das und das muss ich noch und das. Einfach nur mal auch mal so ein paar Schritte zurücknehmen von dem ganzen Rotz. Und also muss jetzt keiner Gedanken machen oder so, aber. Nee, sehr interessant. Ja, das ist alles Titte, aber. Ja, wir haben eben gerade auch schon kurz drüber gesprochen, fand ich ganz interessant, weil ich ironischerweise auch letzte Woche eigentlich nicht live war. Ja. Jetzt gar nicht so, also aus ähnlichen Gründen auch ein bisschen so. Und ich auch bei mir gerade so überlegt habe, wie ich jetzt quasi so weitermachen soll, keine Ahnung. Kann man sich immer schwer vorstellen, wenn man kein YouTube oder Twitch macht, glaube ich, aber man überlegt halt oft irgendwie, keine Ahnung, will man mehr Twitch machen oder mehr YouTube oder will man irgendwie das eine nicht mehr machen und man ist halt immer so die ständige Überlegung, weil es bringt alles nichts am Ende irgendwie so, wenn man irgendwas macht, nur um irgendwie Klicks zu bekommen oder Geld zu machen, ne? Man muss halt immer gucken, worauf hat man Bock irgendwie. Genau, es war einfach ein bisschen überlegen, auch Gedanken gemacht, was willst du für eine Art Content machen, was nicht und wann willst du on sein und halt sowas alles, ne? Und wo positioniert man sich so ein bisschen, was will man vielleicht weniger machen, Stream-Schedule, was, ach keine Ahnung, tausend Sachen halt. Ist auch egal, aber es ist alles in Ordnung, ne? Aber ich wollte auch nachher wieder on gehen, von daher alles chillig, aber das hilft schon manchmal so, weißt du, wenn man halt dann auch. Ach, du gehst heute noch live, ja? Denke schon, ja. Ach, wenn so, nicht, dann bin ich morgen wieder da. Also heute oder morgen halt. Ich habe auch noch ein paar Videos, die ich schon ewig fertig machen wollte. Dieses Interface. Ich habe mein Interface komplett neu eingestellt. Sieht richtig nice aus. Ja, habe ich eben schon gesehen. So Diablo-mäßig. Ja, feier ich. Genau. Das war halt auch noch mal eine Sache, die so seit Ewigkeiten rumliegt. Und das gleiche halt noch beim Stream. Wollte ich noch so eine Sache machen. Und hier noch was und da noch was. Und YouTube und meine Thumbnails mal wieder so ein bisschen. Und hör auf. Und keine Ahnung, das war einfach ein bisschen. Bisschen too much, da muss ich mal kurz überlegen. Okay, das machst du so und das machst du nicht mehr. Das rauscanceln und so. Vielleicht will ich auch von drei Accounts wieder zurück zu zwei WoW-Accounts gehen. Ist mir auch viel zu viel. Echt, alles und so. Ach so, hast du. Worüber hast du noch nachgedacht, Alter? Bro. Kann ich mir vorstellen, dass es echt eine gute Idee war, da vielleicht erstmal ein bisschen runter zu drosseln. Ja, und dann war halt noch, wir wollten mal wieder eine Zeit in Nax machen. Und das ist einfach viel entspannter, wenn man das einfach nur aufnimmt. Habe ich auch hochgeladen, falls es jemand interessiert. Und dann 2 Stunden habe ich gesehen, irgendwie, ne? Genau, oder so, ne? Genau, jetzt irgendwie 2 Stunden und so. Also wir machen ja auch kein Class-Stacking. Also wir probieren nochmal eine bessere Zeit zu machen. Wir machen das nicht so oft, von daher jetzt macht es auch mal wieder Spaß, wenn man so das einmal macht. Und das Ding ist halt, sowas ist dann halt viel, viel entspannter. Und wir machen halt nicht so Class-Stacking oder so mit 39 Warriors oder so. Von daher, wenn wir derzeit jetzt noch können wir noch ein bisschen was drehen, aber so auf eine Stunde oder so, wenn du dahin willst, ist noch alles viel zu. Also da musst du noch ganz andere Register ziehen. Also so weit wollen wir gar nicht. Aber das ist schon okay. Können wir noch ein bisschen besser machen. Aber das war halt alles gerade so los und
Ja, also ich kann euch nur empfehlen, ohne Scheiß, kein Bait, guckt mal in Stream rein. Ich habe das neue Interface ist Sahne. Sahne. Habe ich jetzt, sieht richtig gut aus. Das heißt, das nächste Mal, wenn du live gehst, ist quasi das erste Mal seit einer Woche dann. Also entweder heute oder morgen. Genau, ja. Ich habe ein paar Videos rausgebracht in der Zwischenzeit, aber ja. Und was war jetzt so dein, sag ich mal, dein Learning nach der Woche? Haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also was machst du quasi anders? Habe ich schon wieder vergessen. Ja, ich glaube, so von wegen so mehr Content machen, wenn man live ist, so, ne? Und weniger direkt nur Content für YouTube machen, oder? Ja, also ich werde halt, ich hatte ja auch eigentlich vor, dass ich so zu jeder Klasse nochmal Odin Derben kranken 6-Stunden-Guide und bla in der Azeroth-Wochenschau, aber das ist halt für TBC jetzt. Aber das Ding ist, Klassen bleiben ja grundsätzlich erstmal gleich und wir werden dann halt das ein bisschen anders angehen, dass wir halt eher drauf gucken, was ändert sich wirklich und vielleicht 1-2 Klassen pro Abend machen und dass man halt nicht so probiert, okay, das muss jetzt gemacht werden und dann macht man halt irgendwie eine Art Content im Stil, den man gar nicht so gerne macht, weißt du? So, und ich habe tatsächlich auch gemerkt, hatte ich ja eben gerade schon gesagt, das, was ich so mache, ist tatsächlich, geht das auch ein bisschen mehr in die Richtung, so wie Esmegold das macht. Das ist natürlich schlechtes zuzugeben, aber weil ich früher auch mal geflamed habe. Ja, passt ja auch, ne? Weißt du, so ein halbes Jahr noch, dann mache ich mir auch so ein Comp-Over noch und dann sieht's gut aus. Und also so im Stream Content machen eher, also nicht so wie Mad Season, aber ich werde auch noch mal 1-2 so Videos machen, die ich aufwendig schneide. Aber das kommt so ein bisschen drauf an. Und es kommt so drauf an, ob das Content ist, den man machen will, wie man den machen will. Und so viel aus dem Stream nehmen, das macht mir Spaß. Ich habe jetzt zum Beispiel auch dieses Hardcore gemacht. Das hat echt richtig Bock gemacht zum Beispiel, das kann ich auch empfehlen. Das könnten wir auch mal Duo machen, übrigens habe ich überlegt. Das darf man auch als Duo machen. Ja. Da gibt es ein eigenes Regelwerk. Das macht echt richtig Spaß. Ach so, dann, ja. Darf man da auch den anderen dann healen oder so, ja? Also. Ja, genau. Also es gibt irgendwie Duo-Regelwerk. Muss ich nochmal nachgucken, genau wie das dann ist. Aber also das gibt's noch. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dafür ein paar Videos zu machen ab und zu mal. Und dann doch auch wieder ein paar Raid-Stream und so. Auch wenn das nicht jedermanns Sache ist, aber ich mische dann praktisch ganz viel Content mit, auch mit Raid-Content und bla. Und was ist was ist denn dein Schedule so quasi auf Twitch jetzt für die? Also hast du so feste Tage oder sagst du, oder denkst du, das kommt eher nächste feste Tage? Ja, das ist so ein bisschen das Ding, damit struggle ich echt noch richtig. Ich weiß es nicht. Also würde mich einfach gerade nur selber mal interessieren, weißt du, damit ich auch jetzt zum Beispiel wissen würde, ey, wann könnte ich mal bei dir reinschauen? Ja, doch. Weil ich auch mal gucken müsste, wann ich Zeit habe. Hat vorhin auch wieder jemand gefragt, glaube ich, direkt am Video von dem Hardcore-Ding. Das Ding ist, ich weiß es im Moment nicht. Also was gilt, hätte ja sein können. Ist nach wie vor, ich probiere immer anzukommen, außer Montag und Samstag. Da nicht. Montag und Samstag, okay, da schon mal. Montag, nicht. Samstag nicht, sagen wir es so. Und das, welche Uhrzeit, kommt immer ein bisschen drauf an, was gerade so abgeht und so. Und aber ich probiere das halt irgendwie geiler zu machen, mit einem besseren Schedule halt, aber vielleicht bin ich da auch nicht so, ich weiß nicht. Sagen ja immer, alles ist das Allerwichtigste und ohne Ross kann ich anfangen und so, aber ja. Ja, ich sag halt immer so, muss halt gucken, worauf du Bock hast, so, ne? Also bei mir war es halt irgendwie so, mir hat es irgendwie geholfen, feste Zeiten festzulegen einfach. Jetzt nicht irgendwie, weil ich dann denke, so, dann sind mehr Leute am Start oder so. Ich glaube schon, es ist eventuell ein bisschen so, ja. Aber weil ich es einfach für mich irgendwann angenehm fand so und auch meiner Freundin halt dann irgendwie erklären konnte, ey, pass auf. Genau dann und dann bin ich eben nicht am Start, ne? Aber dann und dann und dann bin ich halt eben am Start, ne? Und das ist auch ganz cool, finde ich. Und kann sich so die Partnerin eben auch drauf einstellen, aber ja, musst du gucken. Aber was ich generell bei dir auch, das habe ich dir eben auch schon gesagt, so fühle, dass du, also du bist auf jeden Fall mehr der Typ, der Bock drauf hat, auch Content zu machen, wenn er live ist, so. Also das habe ich echt auch schon vorher gemerkt irgendwie. Also weißt du, ne, und das habe ich halt auch, ich habe jetzt ironischerweise genau gestern Abend auf so ein Video geschaut von Allotrix, den kennen vielleicht einige von euch, der macht so Call of Duty Shit normalerweise, so ein Twitch OG, Kollege von Montana Black, und der meinte auch, ein OG, und der meinte auch, dass er auch gemerkt hat irgendwie, also den YouTube-Content, den er macht, ne, er meint halt auch, YouTube ist mega wichtig, aber er macht den Content für YouTube eigentlich überwiegend auf Twitch. Und das finde ich halt irgendwie auch eine coole Geschichte, weil, keine Ahnung, ich glaube, wir sind beides so Leute, wir wollen einfach gerne das Spiel spielen irgendwie auch. Und uns jetzt nicht irgendwie hinhocken und so, jetzt schreibe ich mal ein Skript irgendwie, 3 Stunden, dann recorde ich die Sprechstimme. Das kann irgendwie cool sein, aber
Ja, ich glaube, wir sind einfach irgendwie auch nicht die Typen vielleicht so dafür, ne? Und deswegen habe ich auch die Überlegung gehabt, vielleicht auch mehr Reaction-Content zu machen, mehr Gameplay-Content hochzuladen auf YouTube und eben nicht so fett, ne, dann irgendwie alle Klar. 3 Wochen ein krankes Video, was auch gut ankommt. Zum Beispiel bei meinem neuesten Video hat man es auch gesehen. Und da habe ich mich wirklich mal eine Woche hingehockt, ne? Und mega viel Aufwand reingesteckt und 20.000 Aufrufe, auch krank eigentlich. Aber das bringt alles nichts, Leute, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Ne? Also ihr müsst da wirklich auch langfristig Bock drauf haben. Und das ist das Wichtigste einfach, ne? Ja. Eben, genau. Ja, also das Ding ist ja genau, was du sagst, ne? Dass man so ein bisschen guckt, was mache ich eigentlich gern und ich spiele halt einfach auch gern das Game so. Also, und ich glaube, das merkt man dann halt auch einfach, Ja, schon. dass man halt auch wie so entsprechende Themen halt gerne bespricht oder macht und bla. Und ja, ich bin halt irgendwie auch gerne Ingame und mache da was oder zeig was da oder spiel da was oder mach was irgendwie bla oder nochmal irgendwas Ja. Blödes leveln oder, ne, und das ist halt dann so ein bisschen was anderes als welche eingesprochenen zwei Wochen Ja. Guides Dann schneiden. Das wirklich überlasse ich auch so, gerne ne? anderen. Also das ist, die machen das Na auch ja, gut. Und klar. aber das heißt nicht, dass ich nicht noch mal irgendwelche Videos schneide und dann halt einspreche und dann in einem anderen Stil mache, werde ich auch noch machen. Aber halt nicht mehr so, also über ganz bestimmte Themen dann. Das muss ich dann gucken. Ich mache das auch Spaß, aber das will ich Ja. dann halt als Highlight-Videos haben so. Ja. Und so kann man halt auch viel mehr rausboxen. Es macht mir Spaß und Ja, das ist ein unglaublich interessantes Thema, finde ich so, weißt du, weil wir ja. ja auch, wenn man so anfängt, muss ich vorstellen, auf Twitch oder auf YouTube, am Anfang denkt man immer so, okay, es gibt so Regeln, man muss YouTube machen, man muss Genau. das machen, das machen irgendwie. Und das Problem ist halt aber, wenn man die Sachen nicht ausprobiert hat und selber gemerkt hat, okay, es ist was für einen Genau. oder es ist nichts für einen, dann kann man halt auch nie lernen, ob es wirklich was für einen ist oder Richtig. nicht. Genau. Und deswegen, die Leute sehen dann immer nur so, ja, jetzt hast du aber das angefangen und jetzt machst du das und so, warum machst du nicht weiter? Problem ist halt, weil oft merkt man einfach, okay, es war eben nicht das richtige Verein. Und Genau, deswegen, ja. das muss man halt auch eingestehen können, finde ich. Also. Ich hab das letztens gemerkt, als ich so ein bisschen meine ganz alten Videos auf Englisch noch durchgeguckt habe. Und es ist mir halt auch so aufgefallen, das ist schon krass. Also wenn man so die ersten Videos, so, ich habe halt ich wollte irgendwie so Guides zu allem machen, aber habe das dann irgendwie so gemacht irgendwie. Und irgendwie, es war einfach alles so ein bisschen durcheinander und mal dies, mal das und so. Auch ein Man hat bisschen schon richtig viel. in die Länge gestreckt, immer so, ne? Genau. Wahrscheinlich so todeslang, aber das ist immer so die Ja. Tendenz am Anfang, dass man Immer, erstmal so 100 immer. Jahre Intro macht. Ja. Ja. Genau, und das waren dann auch so Sachen, das lernst du halt dann alles auch mit der Zeit, ist auch ganz normal, aber ja, also man muss halt auch ein paar Sachen ausprobieren und dann merkst du halt auch, das und das funktioniert für einen selber und das eher nicht so. Zum Ja. Beispiel Guides, so TLDR-Guides zu machen, das hat mir Spaß gemacht. Nur das Ding war halt jetzt auch wieder, ja, man muss halt auch so ein bisschen checken, wie das YouTube-Game geht und es ist nicht immer so, okay, man muss das und das so und so machen, sondern es gibt ganz verschiedene Wege, wie man da irgendwie ans Ziel kommt, was man machen kann. Und man muss sich, das Ding ist, es muss wirklich auf einen zu einem passen. Weil Ja. wenn das nicht so ist, dann brennst du aus. Und glaube ich, ganz schnell auch so, weil Ja. du dann Ja. irgendwas, dich in was reinzwingst, wo du gar keine Lust drauf hast. Und weißt du, an dem Punkt kannst du halt auch wieder 9 to 5 gehen und deine sichere Kohle mit nach Hause nehmen. Ja, safe, Und so, dich ne? brauchst Hab dich hier ich. nicht, brauchst dich hier nicht abstruggeln mit Stimmt. dem Ohne Kram. Scheiß, guter Punkt, Timo, weil so durchgrinden und ja, es ist alles schwierig und ja, man muss Instagram Es ist machen eh und ein YouTube und Grind. Twitch und so. Bisschen schon, aber hast du auch wieder recht, ne? Wenn man dann irgendwie hocken würde, irgendwie, und wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich so Content wie mit Season oder so machen wollen würde, das würde halt echt bedeuten, ne, Leute jeden Tag bestimmt 5 Stunden hinhocken, Ingame-Aufnahmen machen. Ich hab's ja Ja. gemacht eine Woche, ne? Du bist im Spiel zwar drin, zum Teil, ne? Jetzt war Ja, es in dem gut, Fall so, aber. dass ich Burning Crusade aufgenommen habe halt, ne? Dementsprechend war ich natürlich Ja. an anderen Orten. Aber, ne, und kannst aber das Spiel nicht spielen, sondern nimmst dein Video auf irgendwie, ne? Und das ist halt auch so, dann musst du noch den Text einsprechen und dann noch 100 Jahre bearbeiten und dann, ja, dann bist du eigentlich effektiv am Arbeiten und spielst das Spiel nicht, ne? Ja, Und nee, das das, ist es auch nicht gibt Leute, schlimm, die haben aber da Bock das. drauf, Ja, aber es gibt halt genau. Leute, die haben eben nicht so viel Bock drauf Ich sag und ja nicht, dass ja. es keine Arbeit sein darf. Das ist, also Arbeit ist es halt sowieso. Nur die Art und Weise muss halt so Genau sein, dass und das einem das Spaß macht. Und genau, richtig. ich Ja. bin dann lieber irgendwie on und zeig da was und überleg mir was dafür und Ja. zieh das dann da raus, anstatt das anders zu machen. Und ja, also Genau.
Und was ich auch jetzt schon oft gehört habe. Es ist halt eh ein Grind, weißt du, was ich meine? Es ist halt eh anstrengend, immer vor der Kamera zu sitzen und immer da zu sein. Und das ist sowieso anstrengend. Ist eh so. Du musst das halt so machen, dass du das halt, dass du sagst, okay, es war zwar anstrengend, aber es hat echt Spaß gemacht. So. Ja, genau, safe, stimmt. Nee, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass nur YouTube ein Grind wäre und live genau auf Twitch nicht. Das ist auch übelst anstrengend. Safe. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Scheiße, ist weg. Vielleicht kommt es gleich wieder. Gucken wir mal. Warten wir mal ab. Warten wir ab, aber ja, wie gesagt, das, also so viel dazu. Das ist halt, vielleicht interessiert es auch nicht jeden, nur dass halt wisst, wir sind jetzt nicht so hier Generation Z irgendwie, lebe deinen Traum und hinter nichts steckt Arbeit. Das ist schon logisch, dass es irgendwie Arbeit ist, aber glaub mir, also das ist schon, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Woche auf bin, so, dann hat das schon Grund, dass ich da irgendwie auch ein, zwei Sachen irgendwie mal regeln will. Keine Ahnung, so. Ich habe sogar meinen Papierkram in Ordner geordnet. Ui. Und Seitenteile reingemacht, damit ich so weiß, okay, hier ist jetzt irgendwie Steuer, hier ist jetzt irgendwie das. Sowas auch, ne? Also ich habe auch richtig Erwachsenen-Sachen gemacht. Ui, aber habe ich auch. Ich habe auch ein paar Ordner hier rumliegen mittlerweile. Schon interessant. Ja. Nee, genau, und das wollte ich gerade ansprechen, weil das ist irgendwie auch geil. So, weißt du, einfach mal, genau, das wollte ich gerade sagen, dass wir nämlich auch, oder ich zumindest cool finden würde, wenn wir sowas, was wir gerade machen, öfter machen, dass wir, und dass ihr das, glaube ich, auch feiert, wenn wir einfach Videos hochladen, wo wir halt über WoW quatschen, aber auch so ein paar Real-Life-Dinge einfach, weißt du, was bei uns gerade abgeht, was wir uns so im Behind-the-Scenes, sage ich mal, für Gedanken machen, weil es ist halt nicht immer so einfach, wie man oft denkt irgendwie auch. Außerdem, genau, es ist halt gut, dass du das sagst, weil das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist die letzten Wochen ja auch schon. Wir können halt sowas machen, dann ist halt auch so ein bisschen RL-Kram mit dabei, was Persönliches. Wird jetzt vielleicht auch nicht alle interessieren, weiß ich auch, aber das Problem ist halt, das Problem ist, es gibt nicht so viel Content im Moment. Das ist oder eh Themen so, klar, auch noch. Also darüber können wir auf jeden Fall auch nochmal reden, was da bei Blizzard los ist und so, aber das ist dann halt auch ein bisschen schwierig und so können wir halt das ein bisschen vermischen und vielleicht ist ja für den einen oder anderen doch interessant, weil ich hatte auch mit. Also schon Gruß von Marc noch übrigens. Und ich hatte mich mit Marc noch gequatscht. Und der meinte halt auch, er hatte auch so ein Ding letztens irgendwie mit, wo man dann halt so so ein paar Tage, wo du halt einfach auch dich nicht motivieren kannst, wo du sonst hast, hat man immer so dieses, aber jetzt komm los, ne? Und dann geht's halt on und machst halt was. Und das halt gar nicht. Und dann war man auch irgendwie so ein bisschen so mad, also nee, nicht mad, sondern so runtergezogen und irgendwie so, weiß nicht, das nervt mich irgendwie und das geht mir, mein Interface geht mir auf den Sack und das geht mir auf den Sack, das muss irgendwie alles anders und dann geht das wieder nach ein paar Tagen und wenn man sich halt so, wenn man kurz so ein paar Schritte zurück macht und dann nochmal neu drauf blickt halt und also wir sind da nicht allein, ich glaube, das kennt auch jeder irgendwie, aber ja, das ist auch gerade safe, auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch ein bisschen an der Corona-Scheiße, dass die einfach immer weiter geht. Ja, das sowieso halt, ne, das geht halt eh noch halt auch auf die Eier nebenbei noch, ne? Ja, das hilft nicht unbedingt, aber ja. Was ich halt auch gerade daran gedacht habe, also vielleicht auch mal so ein bisschen auch mal eine kleinere Überleitung auf Ingame-Inhalte zum Beispiel, auch in Bezug auf jetzt das Spielen in WoW gemerkt habe, ne? Das Ding ist halt einfach, ihr müsst euch überlegen, als ich halt angefangen habe mit Twitch am Anfang, ne? Da hat man es ja auch noch nie vorher gemacht gehabt irgendwie so, ne? Man war halt irgendwie so auf einmal auf Twitch irgendwie und dann kam Classic und fetter Hype irgendwie und alle sind durchgedreht, ne? Und ja, war ja echt so, ne? Also ist ja krank, ne? Was da los war. Also Essen mit Gold irgendwie, hat irgendwelche Legendaries nach einer Woche geholt und es war alles so weird irgendwie auch, ne? Und auf jeden Fall, jetzt für Burning Crusade zum Beispiel auch, habe ich mir jetzt echt vorgenommen, Alter, ich werde einfach, ohne Scheiß, ich gehe einfach in eine richtig entspannte Casual-Gilde einfach und werde einfach nur mega entspannt PvE machen und mich auf Arena konzentrieren. Ja, und das zum Beispiel, genau, und das ist auch so ein Ding, Alter, ist, keine Ahnung, irgendwie so beim Classic-Launch habe ich es einfach nicht gerafft, irgendwie, weil da waren so viele Einflüsse irgendwie, ne? Man war neu auf Twitch irgendwie, man wollte sich was aufbauen, weißt du, man hat so noch irgendwie nichts gerafft irgendwie auch. Und da freue ich mich gerade auch irgendwie mega drauf, nicht nur so im Real-Life klarzukommen, sondern auch quasi in-game und weißt du, nicht mehr so dieses so. Weißt du, so dieses so, ja, also in Burning Crusade, ich werde der Krankeste und ich mache alles ganz schnell und ich bin der Beste und bla. Sondern ich werde einfach
Ohne Scheiß, einfach nur chillen. Ne? Spaß haben halt, ne? Ja, da freue ich mich einfach gerade voll drauf. So, ohne Scheiß. Das ist einfach so, Beispiele, weißt du? Ja. Genau, richtig, was du sagst. So, das ist so simpel eigentlich, aber man rafft es nicht, so, weißt du? So. Ja, naja, gut, aber das, ja, aber halt, wir haben gestern, das wünsche ich, hätte ich aufgenommen, das wäre so ein geiles Rant-Video geworden. Das war halt, mal kurz Stealth gehen hier, so, ich war halt so mit Marc und Zava. Und ich hatte, Zava hat ja früher auch immer Classic gespielt. Und dann habe ich ihm mal so erzählt und dann auch so Marc erzählt, wie das Spiel eigentlich gewesen oder jetzt geworden ist. Was mir jetzt auch so ein bisschen, es sind halt immer so viele Sachen, die bei sowas mit reinspielen. Es war ja nicht jetzt nur eine Sache, die mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist oder so, ne? Sondern es sind ja immer ganz irgendwie so 7 Stück und man kriegt die nicht auseinander im Kopf, so. Und ja, halt auch halt dieses World Buff Ding wieder, wenn du halt wieder so Speedruns machst und so, war ja, ist ja alles gut gelaufen, alles chillig. Aber halt, habe ich wieder so drüber nachgedacht, so wie bescheuert dieses Spiel eigentlich geworden ist. Weißt du, wir wollten eigentlich nur Classic spielen, wie du halt so sagst. Am Anfang so sind alle so mit dabei und du nimmst halt auch jedes Meta so mit, obwohl wir immer schon so gesagt haben, ja, oh, ist irgendwie ein bisschen komisch. Naja. Aber irgendwie nimmst du es doch mit. Und wenn du mal überlegst, Junge, was man macht, Alter, du holst dir deine DMT-Buffs, die ein Hunter vorgeklärt hat, ja, dann nimmst du schon den Hearthstone nicht in die Hauptstadt, sondern nach Westfall, damit du dann zum Greifenmeister gehen kannst, dein PvP-Flag droppen kannst, damit du nach Stormwind bist, oder halt irgendwie Lakeshire oder irgendwo in die Horde machst, halt irgendwo Splintertree, weißt du, nicht direkt nach Orgrimmar, weil ja, halt die Dispeller schon vor der Bank stehen. Da musst du halt überlegen, fliegst du halt fliegst du halt irgendwie von da nach Stormwind, damit dein PvP-Flag gedroppt ist. Und dann bist du halt da, kriegst dann irgendwo einen Summon, keine Ahnung, nach Booty Bay, holst du den Hardpop, lockst dann wieder ein. Ja. Von da aus geht's dann halt irgendwie wieder nach Westfall oder halt irgendwo anders hin. Oder nach Ironforge Portal oder je nachdem, scoutest halt auf deinem zweiten Account, wo die Horde ist. Dann fliegst du halt irgendwie von Ironforge nach Stormwind, um deinen PvP-Flag wieder zu droppen. Wartest da auf den Oni-Hand. Weißt du, dann ist die nächste Station Orgrimmar, wo du dich selber mit deinem 225er Hordler Mind-Control Caps an irgendeinem Spot und dann kriegst du den Rant-Buff und von da aus wirst du nach Vollwut gesammelt, holst du den Songflower-Buff und von da aus geht's dann wieder nach, keine Ahnung, nach Ironforge und um PvP-Flag zu droppen. Das machen wir, verstehst du? Und ich weiß, man muss das nicht machen, ich weiß das, aber das Problem ist, für ganz viele Leute ist das halt irgendwie so schon so normal geworden, weil das halt einfach irgendwie Apes so gestreamt haben und auf Facebook war das halt auch das nicht Dings normal. Ist aber folgende, ja, das Ding ist das folgende, ich finde halt aber auch, sowas kann ja auch Bock machen. Ich meine, wenn das so die Meta wird, man es halt akzeptiert, sich drauf einstellt irgendwie, ne, eine coole Gilde hat irgendwie, man chillt. Das macht was, ja auch was, Bock was damit. Ich halt, ja genau, was ich jetzt halt nur blöde finde oder schade finde oft, so wie ich es erlebt habe, die Leute haben das gemacht, ne, und sind dann im Raid, das war halt noch, ich habe halt, ne, während BWL aufgehört mit PvE, aber sind dann bei Vael gestorben irgendwie und waren den kompletten Raid angepisst irgendwie, weißt du, weil sie keine Worldboss mehr hatten. So. Ja, weißt du, da habe ich mir dann immer so die Frage gestellt, Alter, dann, so, Digga, so, weißt du, also, wir haben wirklich den kompletten Abend schlechte Laune gehabt dann so, ne, und ja, ich auch oft, so, musste mir das dann erst so abgewöhnen. Das fand ich immer so schade irgendwie. Ja, das ist ja normal. Also ich habe auch, ich hab was riesig Dummes gemacht. Ich habe das KT-Trinket bekommen. Das gibt ja wieder einen Buff. Und dann habe ich mein Buff-Food geholt und die irgendein dummer Priester, haben wir ja schon geklärt, aber hat mich dann mit seinem T2-Fullset-Bonus noch gehealt. Da habe ich letztendlich meine Buffs durch Buffs-Cap verloren. Ne? Allein sowas. Auch wieder ein Thema für Blizzard, warum es das immer noch gibt. Aber das halt, ne? Und dann habe ich die verloren. Ich war dann halt nicht, ich war immer so, oh, Alter, das triggert mich richtig gerade, aber dann kannst du wieder ablegen. Also war alles chillig, aber Du hast dann zu viel Buffs gehabt, oder wie? Und dann ja, ja. Also ich habe irgendwie 3 verloren oder so. Das ist richtig dumm. Und also so spielen wir halt das Spiel gerade. Ja, das auch noch. Wie durchgedreht das alles ist. Wir wollten einfach nur Classic spielen und alles ist komplett zerstört. Ja, ja. Blizzard kriegt es nicht auf die scheiß Kette, diese scheiß World Buffs in Raids zu entfernen. Ja, dann wäre das ganze Problem gelöst, ja. Und dann wäre auch das Raid-Loggen gelöst, dann wäre auch, nicht, wie man, das Spiel wieder aktiv. Dass da keiner mal guckt, was die Leute denken, so, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht denken die auch einfach, man darf es nicht, keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht denken die auch gar nichts. Die sind halt todesunderstaffed, vermute ich mal, aber. Junge, aber das war gerade lustig, was du gesagt hast, ne? Was du gerade gesagt hast mit dem Buffcap, ne? Ohne Scheiß, von einem halben Jahr ist ja immer so interessant. Ihr seid ja auch schon relativ hardcore, aber bei den Hardcore-Gilden ist es ja immer so. Ja. Meistens, die meisten Sachen haben die immer so noch ein paar Monate vorher, ne? Ich weiß noch, so vor einem halben Jahr hat, wer ist denn der Typ?
Traxe oder so, glaube ich. Auch ein Ape-Spieler, wenn du den kennst, so ein Schurke. Mhm. Aber weiß nicht mehr genau. Traxe, lol, oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da meinte der so von wegen so, im Streamer sich, ja, von wegen so, die Meta sind nicht die World Buffs, sondern die Meta wäre möglichst wenige normale Buffs damit zu haben. Der hat zum Beispiel extra, ja, pass auf, ich weiß nicht, ob du das weißt du, dass zum Beispiel auch der Kopf-Enchant auch ein Buff ist quasi für deinen Enchant. Ja. Junge, da hat er sich damals schon Gear gefarmt, wo er keine Enchants drauf hatte, damit er mehr World Buffs oder so haben konnte. Ja, ich habe auch, ich habe ja auch ein Cancel-Aura-Makro auf Bloodthirst, so, ne? Da, wenn du Bloodthirst spammst, dann wirkst du automatisch die ganze Zeit Cancel-Aura, sowas wie Int. Und das Ding ist, ich hatte das alles schon, so, okay. Nur jetzt hatten unsere Paladine 6er-Setten, habe ich das Holy Power von dem bekommen. Das erhöht deine Rüstung um 700. Wusste ich nicht, dass wir ein 6er-Set haben und das hat noch was weggedrückt. Ah, Mensch, also muss ich das auch noch mit reinmachen, Junge, hör auf. Ey. Und die Priests, dass wir halt das so einteilen, dass die mit Full T2 am besten kein Full T2 überhaupt anhaben mehr. Einer hatte das an, der hat mich natürlich gehalten. Verbieten noch. Und ey, Junge, und was du an. Ey, ich war schon vorbereitet, aber dann habe ich nicht dran gedacht, dass der 6er-Bonus zum Parler auch noch da ist. Aber Timo, ganz ehrlich, wie kannst du da nicht dran denken? Also jetzt mal ehrlich. Ja, also wirklich. Das KT-Trinket habe ich noch bekommen. Und das macht auch noch eine Aura, ne? Dieses, was Undead Attack Power gibt. Und das gibt dann auch noch diese dämliche Argent Dawn Commission, verstehst du? Dass du wieder diese scheiß Steine einsammeln kannst. Das habe ich auch noch in Cancel Aura gemacht. Ey, Alter. Und das ist ja nur ein Beispiel von dem, was wir so. Wir wollten so Classic zocken, ja, und dann wollen wir so streamen und so. Und jetzt war vom PvP-Server abgesehen, ne? Das ist ja auch schon so ein Thema für sich. Aber es geht ja noch. Aber achso, du meinst halt, so im Nachhinein betrachtet, ne? Was, ja. Ja, war schon richtig, aber halt, wie die Leute halt durchdrehen so, ne? Und was das Meta so ist. Und dann macht man bei manchen Sachen natürlich auch mit und bla. Und ey, also das, alle diese Sachen kamen irgendwie so ein bisschen zusammen in den letzten Tagen und das war dann halt irgendwie so. Stimmt, genau. Also das, genau, dass halt auch im Spiel andere Entwicklungen immer waren, aber auch halt, ne, man selber auch halt erstmal klarkommen musste mit YouTube und Twitch und, ne? Ja, auch, genau. Und diese Kombination. Manchmal ein bisschen schwierig gewesen, ne? Aber jo. Ja, wir müssen ja immerhin bisher geschafft. Nicht. Immer noch, das ist schon mal gut. Guck mal, Alter, viele sind auf der Strecke geblieben, ey. Etliche Leute. Ich meine, gut, man weiß nicht warum so, ne? Aber so viele Leute auch auf Twitch angefangen, ey, und nach zwei, drei Monaten waren die halt dann weg, ne? Boah, also wenn ihr mal überlegt, ihr könnt aber bei euch in die Gilden gucken und überlegt mal, wie viele Leute sind nicht mehr da oder wie viele von denen, die am Anfang da waren, sind noch da. Das ist ja immer das interessant. Sowieso, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe auch letztens so gesehen, alter Junge, was geht? Auch Leute, die einen voll gelabert haben, ne? Irgendwelche Sachen und ja, und dass das so machen und bla, und die Uhr den, weißt du, so Uhr die Uhr den Film geschoben haben, weißt du, wegen irgendwelchen Sachen und dann irgendwie so also 3 Wochen später waren sie weg, so gequittet, weißt du? Also verschwunden, ja. Das habe ich auch, das war auch so eine Lehre, ey. Auch, weißt du, auch so Leute, die dann auch so am Anfang sich eingeschleimt haben, weil sie wussten, man ist auf Twitch und solche Geschichten, habe ich auch zum Teil erlebt irgendwie. Dann auch irgendwann, wo dann meine Gilde weg war, auch dann direkt auch weg waren. Und das ist schon auch interessant im Nachhinein, ey. Ja, ist so, ne? Und da ist schon echt viel passiert, so. Also da habe ich so die letzten Tage mal drüber gequatscht oder drüber überlegt und. Ja. Ja, das noch und das noch und bla und dann, ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwie. Stimmt. Vielleicht gerade noch mal so ein bisschen BlizzCon-Thema anschneiden. Wollten wir noch ein bisschen drüber schnacken? Wir haben es jetzt immerhin, wir haben jetzt zu BlizzCon geschafft, Leute, wo jetzt auch schon wieder die Leute seit gefühlt einem Jahr drüber labern irgendwie. Ob Burning Crusade kommt oder nicht, geht mir auch mittlerweile dezent auf die Eichel. Oh, würde ich, okay, darüber können wir auch noch mal ganz kurz ranten, ne? Darüber können wir auch noch mal ganz kurz ranten. Bevor wieder einer schreit, ihr heult nur rum. Ja, Pech gehabt. Schalt ab, Junge. Und einfach, drauf. Ja, es ist so. Also, ich habe ja nichts dagegen, ne? Wenn Burning Crusade kommt, dann kommt's. Ne? Und ich habe auch Bock drauf, so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich war zwischendurch gehypt, das ist schon wieder weg. Weil du hörst nur noch diese Scheiße. Wie wird denn das und wie viel nimmst du mit und wie viel kannst du und warum macht Blizzard nicht so und nicht so? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Und mittlerweile nimmt einem das schon wieder den Hype. Hast du gar keinen Bock mehr drauf, Alter. Ja, also, ich spiel's wieder, aber der Hype ist bei mir wieder weg, Alter. Ohne Scheiß. Kann ich mich gerade. Aber da musst du halt gegen. Abwarten. Ja. Musst du gegen ankämpfen, so gegen dieses. Ja, und das ist genau. Nein, ich meine, das ist auch nur Spaß, aber halt, ihr wisst schon. Nee, aber das stimmt ja. Das stimmt ja wirklich. Also, ich habe genau eine ähnliche Story auch. Ich habe auch, also,
Ich höre auch jetzt schon wieder. Das meint ja keiner böse, weißt du? Nee, aber das ist ja auch das Ding in WoW. Ne? Es geht immer nur darum, was kommt als nächstes irgendwie? Wie kann man sich wieder perfekt vorbereiten und so weiter? Ja. Und ich höre das auch schon wieder, ja, und die dann, die Leute, verstehst du? Das also, die beste Klasse für das und das. Ja, genau, richtig. Das finde ich halt so mega schade, habe ich jetzt schon so, weil jetzt zum Beispiel auch jetzt mich betrifft an der Stelle. Ich spiele ja Schurke halt, ne? Und will auch im Burning Crusade wieder Schurke spielen, ne? Ich habe von so vielen Leuten YouTube-Kommentaren und auch Ingame und so weiter schon gehört, ja, in Burning Crusade muss man dann ja gucken, Schurken kann man ja nicht mehr mitnehmen, so eine Art, vielleicht einen im Raid, die machen halt keinen Damage mehr, so, ne? Ja. Und Leute, wenn ihr in irgendwelchen Hardcore-Gilden spielt oder Speedruns machen wollt oder wie auch immer, dann ja, dann stimmt das vielleicht, aber ohne Scheiß, so sonst ist es wie auch egal, so, also. Jede Otto-Normal-Gilde irgendwie denkt mittlerweile, dass sie irgendwie das und das nicht mehr mitnehmen darf und planen schon und locken schon Items halt für Burning Crusade. Und das, also am besten fangen wir schon mal mit den Wrath of the Lich King Guides an hier, ne? Ja. Damit wir die Ersten sind, die Klicks farmen. Also ich find's einfach mega schade. Ich find's einfach mega schade, dass sich die Leute jetzt schon wieder so fett alles durchplanen und durchstrukturieren. Und deswegen ich glaube, es hängt vielleicht auch so ein bisschen mit dieser Lehre zusammen gerade, dass die Leute so nackt rumhängen irgendwie, aber das ist alles urschwer, so aufwendig, urgoldintensiv irgendwie und so weiter. Und vielleicht auch deswegen, weißt du, also deswegen so ein bisschen was brauchen, was sie planen können, das kann ich auch verstehen. Aber ich finde, es geht schon wieder viel zu weit, oder? Anstatt zu planen, was man braucht irgendwann, spielt doch einfach noch mal ein bisschen nackt und genießt das und macht euer Set voll, macht mit dem Twink was. Unser Raid 2 hat auch jetzt irgendwie alles klären in einer Nacht. Bis 11 Uhr und das ist solide für Raid 2. Den haben wir aus den Trümmern gehoben, Alter, mit einer anderen Gilde, mit irgendwelchen drei Red Pallys und so. Den haben wir halt umgebaut, jetzt läuft er halt in einer Nacht. Das ist geil und wir pumpen da nicht viel ans Konsums durch. Also das Ding ist, man muss das nicht machen. Es macht wirklich Spaß, wenn man nicht alles sich komplett vollpumpt. Das geht auch. Das ist wirklich nicht ein riesiger Unterschied. Also klar machen World Bars was aus, aber ihr könnt das auch ohne. Und wirklich, und das macht wirklich Spaß. Das mit dem TPC ist halt wirklich so, wie gesagt, ich meine das auch nicht böse und das meint auch kein anderer böse, der der einfach nicht so ein paar Infos was fragt, verstehe es nicht falsch. Nur halt, es geht halt schon wieder nur darum, was ist das Beste und hier und das und Schurken und die sind nicht mit in Raid und genau, und wir sind natürlich auch Teil davon, weil wir dann immer auch die Fragen beantworten, ne, kommen wir die wahrscheinlich auch auf. Welche Berufe soll ich nehmen und. Und ja, da kann man drüber reden, aber ja, wie gesagt, also ich glaube, so dieser Hinweis, Leute, nur weil etwas irgendwie das Beste sein wird, müsst ihr es nicht unbedingt machen. Das ist immer wieder, gerät immer wieder unter die Räder. Die Leute wollen immer wieder top so sein, so eine Art, ne? Und das irgendwie Ding schade. Ist halt einfach, wenn Luma einfach alle Fury und so, das spielte keiner mehr. Das Ding ist, Luma meint, er spielt einfach Fury und hält die Fresse. Und wenn Luma Fury spielt, dann wird er das gut spielen, dann wird er viele Leute im Damage abziehen. Es wird schon wieder so getan, als wären Rogues auf einmal wie Retris in Classic werden, weißt du? Wird Krieger eher Mortis Strike spielen oder als DD oder wie? Nee, ne? Ja, Mortis Strike bringt halt einen Raid-Buff mit so. Und Fury soll halt nicht so gut sein. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, aber du musst halt so sehen. Ach so, dieser komische Physical-Buff, ne? Bringt der, ne? Mortis Strike, ne? Ja, genau. Also nicht der Mortis Strike-Debuff, sondern dieser komische, diese blutende Hand oder so, ne? Ja, genau, richtig. Ja, okay. Und läuft schon wieder an, als wenn irgendwie Schurken auf einmal so wie Eulen in Classic sind, so, weißt du? Junge, das ist halt auch das Ding. Das ist halt guter Bullshit. Genau, das ist halt auch das Ding. Was kann ich spielen, was ist gut, alles. Ihr könnt alles spielen. Ist halt auch wirklich so. Also wie gesagt, immer nur, wenn ihr wirklich, keine Ahnung, wirklich im Server immer alles first clearen wollt, ja, dann müsst ihr drüber nachdenken. Aber wenn nicht, dann ist echt scheißegal. Und ich finde es halt einfach schade, dass zu viele Gilden, finde ich zu viele Gilden gehen in diese Hardcore oder orientieren sich an der Hardcore. Genau, das wollte ich sagen. Und ich habe halt auch gemerkt, bei ganz vielen Sachen muss man wirklich auch wieder mehr nach dem Spaß gehen. Und ich weiß, ich habe das auch immer so gesagt, dann habe ich aber auch noch ein Human Male genommen, so, weil wir wussten halt auch nicht, wie schwer es wird, weißt du? Das ist halt so die Sache. Wir wussten halt nicht, okay, wird Classic jetzt so, das wird, könnte schon so eine Bombe werden und ganz schön eine Wand werden, die Bosse und so. Deswegen hast du dann so, okay, nehmen wir doch mal lieber das Meta. Das Ding ist, jetzt weiß man, ihr habt das Classic gesehen, so, ne? Wirklich, versaut euch das nicht wieder irgendwie durch, ihr spielt urgerne Rogue und dann denkt ihr, das kann ich dann nicht mehr spielen. Wenn ihr urgerne Rogue spielt, spielt es einfach weiter.
Ihr seid ja nicht so scheiße, dass das dann kacke wird. Ja, darum, das verstehen auch viele Leute nicht. Weil wenn ich jetzt so höre, ja, Schurke macht ja kein Damage mehr. Ich weiß ja von Privatservern, weiß ich ja, dass ihr safe noch, wenn ihr den Schurken gut spielt, könnt ihr trotzdem auch mehr Damage als manche Hunter machen, als manche Warlocks, wenn die einfach scheiße spielen. Ne? Ist ja nicht nur, weil wenn man die Klasse spielt, ist man nicht automatisch gut darin. Das raffen halt auch viele nicht. Ne? Es geht auch viel um die perfekten Werte anziehen und so weiter. Bossmechaniken perfekt ausnutzen und so weiter. Also denkt da nicht, dass es irgendwie gar nicht mehr geht. Das finde ich sehr schade. Ja. Richtig, genau. Und halt noch eine Sache, was ich halt wirklich gemerkt habe, wo ich finde, wo man so ein bisschen gegen gehen muss auch, ist halt irgendwie zum Beispiel, dass man nicht einfach, weil Apes irgendwas streamt oder so, das als Nonplusultra und der weiß jetzt letzter Schluss sehen muss. Ja. Weil was die da gemacht haben, was jetzt irgendwie selbst für ganz normale, entspannte Casual-Gilden gilt, dass sich alle Buffs holen und so. Das waren auf P-Store waren das die alle, es waren nur diese Gilden, die das alles gemacht haben. Und selbst Leute, die richtig gute Gilden waren und irgendwas viel gezockt haben, haben das nicht gemacht. Oder die haben sich mal Tribute-Buffs geholt und vielleicht eine Songflower. So, aber das war schon sehr selten. Und deswegen, manchmal färbt das dann so ab, dass das, was die ganz Kranken machen, wird dann einfach als Meta genommen. Und so jeder, weiß nicht, wenn du, ne, jeder Mensch, der irgendwie einfach nur chillig spielen wollte, macht das dann auch, weil es natürlich auch erwartet wird von der Gilde, sonst kein Loot. Ne? Und Flasken musst du auch sowieso. Und das ist halt scheiße. Weil, und jetzt zu sagen, wir nehmen dann irgendwie 5 Hunter mit und 5 Warlocks. Klar, wenn du danach gehst, ist das BC-Setup einfach so viele Warlocks wie möglich und einen Mage. Ja. Müsst ihr wissen, ne? Aber ihr habt jetzt Classic gesehen, da dachten auch alle, okay, es wird so schwer und bla, und da hauen die Sachen noch zu und so, die Tanks und so, da brauchst du Resi hier. Ihr habt jetzt gesehen, wie es wirklich war. Ja, und das ist halt das 29 Warrior mitnehmen, um den Raid zu clearen, smooth. Das kann man auch ohne. Genau, das ist halt das Tragische, Leute. Burning Crusade wird einfach. Es wird einfach. Echt einfach werden. Sicherlich die Mechaniken werden vielleicht so bei einigen Encountern ein bisschen komplexer, sag ich mal, aber man kann trotzdem mit jedem Raid-Setup da easy reingehen einfach. Man muss halt einfach so gut spielen können, aber man muss nicht irgendwie, es wird nicht daran hängen, ob ihr Krieger oder Hexenmeister spielt, sondern wie gut am Ende eure Gilde zusammenspielt einfach. Letztendlich. Richtig, ne? Und deswegen, aber nochmal, um zu BlizzCon nochmal zurückzukommen, also jetzt bei der BlizzCon freue ich mich eigentlich so ein bisschen drauf, weißt du, dass jetzt endlich, weißt du, entweder es wird angekündigt oder halt eben nicht, weißt du so. Und dieses ständige Rumgeeiere irgendwie geht mir selber auch mittlerweile echt auf die Eier, dass ich irgendwie gar nicht mehr irgendwie damit rechnen kann, ob es jetzt wirklich kommt oder nicht. Richtig, genau. Und das ist, finde ich, auch wirklich richtig geil, dass es jetzt, wann ist denn das jetzt eigentlich? Am 18., ne? Am 19., also nächstes Wochenende, Freitag bis Sonntag geht die. Genau, 19. bis 21. Zeit. Genau. Dann hören wir, Classic Plus kommt endlich. Junge, das wäre echt geil, Alter. Alle würden so ab. Aber wenn sie Arena bringen würden, würde, glaube ich, keiner so hart reden. Ja, scheißegal, würde ich auch feiern. Ich würde es einfach deswegen feiern, weil es so der übertriebene Prank wäre. Weißt du, in den Umfragen immer so, wie stellt ihr euch TBC vor? So. Und, das ist so Prank, Bro. Und dann so, you think you do, but you don't. Dann kommt Classic Plus, schön nice. Nee, aber ich denke, da werden wir die Gewissheit haben und dann können auch alle mit ihren Guides um die Ecke kommen und wie gesagt, dann können wir darüber philosophieren, aber dann wird man wahrscheinlich auch eher wissen, welcher Patch kommt oder hat man schon mal eine grobe Idee, was los ist und müssen wir da halt mal gucken, ne? Was dann letztendlich da ist, aber BlizzCon, ich bin mal gespannt, was da noch so alles kommt. Genau. Ich habe mir letztens übrigens, ich hatte ja jetzt eine Woche Zeit, habe ich mal ein bisschen was bei Cargos geguckt, deswegen auch neues Interface. Also von da kommt das so ein bisschen was zusammengesucht. Und bei Belula Gaming, heißt er Belua? Belula. Belula, glaube ich, ja. Belula. Belula. So Gaming-Business News und so. Und der ist ja sehr drin und so, weil er auch so ein eigenes kleines Blah hat, egal. So, und auf jeden Fall, er meint halt auch, so wie es im Moment aussieht, ist es wirklich so, dass die sau understaffed sind bei Blizzard und dass die irgendwie einfach ihre Scheiße nicht geschissen bekommen und halt irgendwie so ein bisschen static geworden sind sozusagen.
Weißt du, ich meine, so ein bisschen statisches Unternehmen geworden, so ein bisschen zu oldschool. Ja, safe, klar, ist auch logisch, ne? Ja. Und das merkst du halt, dass er meint, die müssen so understaffed sein, also unterbesetzt sein in manchen Bereichen. Mhm. Und das, finde ich, merkt man halt vor allem bei so Sachen wie, ja, sowas wie World Buffs. Oder sie kommen halt jetzt um die Ecke mit, die testen auf dem PTR ohne Spellbatching. Jetzt. Ja. 7 Wochen fucking im Februar, Mitte Februar, wie 1,5 Monate nach der letzten Phase in Classic. Jetzt kommen die mit der Scheiße an. Das hätte halt irgendwie in Phase 1 kommen. Warum das immer so krass zeitversetzt ist irgendwie, ne? Verstehe ich auch immer nicht, warum es immer so spät kommt. Keine Ahnung. Und es ist so krank und auch sowas mit dann siehst du halt sowas wie, wie heißt denn das? Hier die World Buffs und so, warum sich da nichts tut. Das sieht doch blinder. Jeder, der ein ganz kleines Gehirn hat, der checkt doch irgendwie. Ja. Okay, dieses Meta, das hat ja nicht nur das Ding, dass Leute dispelled werden, sondern es gibt Griefing, Frustration, es gibt Raid-Logging, alles Mögliche. Es hat so viele, zieht so riesige Bahnen irgendwie. Da muss man doch mal irgendwas machen, so, ne? Aber es ist halt niemand da, vermute ich einfach. Ja. So, ich habe gerade eine geile Idee, Timo. Lass mal, wir sind bei 41 Minuten. Ja. Wir machen einfach auf Timos Kanal weiter. So. Okay, geil. Ja, das ist der erste Teil bei mir. Der zweite Kanal kommt bei Timo. 41 Minuten, Leute, damit das hier. War richtig geiles Gespräch, finde ich. Ja, und wir werden jetzt über die BlizzCon weiterreden auf Timos Kanal. Checkt ihn alle ab. Der erste Link in der Beschreibung. Bis gleich bei Timo. Ich bin richtig sauer. Geil,